gebe Ihnen eine Fahrkarte. Ich kaufe sie mit Ihnen, Sie kriegen heute eine Idee. Noch eine Idee, noch eine Idee, noch eine Idee. Und Sie werden feststellen, dass wir in den 2 Stunden es hinkriegen, Sie einerseits zu wecken für ganz neue Sachen und andererseits Tools an die Hand, wo Sie sagen, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich verspreche Ihnen nicht zu viel, es wird so kommen. Was Sie aber kriegen, ist ein Koffer mit lauter Ideen und mit schönen Inspirationen und Chancen für sich. Was wir nicht machen, sage ich Ihnen auch. Edgar hat es angedeutet, wir werden auf keinen Fall Erfolge mit der Brechstange hinbekommen. Wer von Ihnen ist länger als, sagen wir mal, 5 Jahre im Verkauf? Super. 10 Jahre. Jetzt kommt's ernst. 15. Okay, 30. Schwein gehabt. Ich gratuliere Ihnen. Glauben Sie, dass man Verkauf neu erfinden kann? Nein. Was wir im Verkauf erleben, ist eine Form der Modernität. Alles ändert sich. Wer von Ihnen hatte schon mal einen Kunden in der letzten Woche getroffen? Haben Sie schon mal einen Kunden getroffen? Schön. Da kann es passieren, dass Sie feststellen, dass Sie nicht der Erste waren. Da war schon einer von einer anderen befreundeten, chancenlosen Mitgesellschaft. Und der Kunde hat was ganz Verrücktes gelernt. Er wurde geschult. Na, ruft an, guten Tag, möchten Sie Steuern sparen? Welcher Kunde sagt da, oh, endlich einer, der anruft? Niemand. Nein, danke. Kriegen Sie auch Anrufe von Lotto? Schönen guten Tag, wollen Sie Lotto spielen? Wie reagieren die meisten? Nein. Blöde Kundenansprache, findet ihr nicht auch? Ich sage, selbstverständlich, aber Sie müssen es doch auch, oder nicht? Ja, ich mache das. Warum müssen Sie dann noch telefonieren? Bei der Chance. Ha, Sie merken, was heute passiert. Wir werden heute einen Paradigmenwechsel vornehmen. Wir werden Ihr Gehirn einmal drehen. Und Sie werden feststellen, ich fahre in Ihrem Gehirn Fahrrad, stelle den Ständer hin und es wird nicht mal pieken. Es wird uns gelingen. Was machen wir auf keinen Fall? Wir werden nicht über glühende Kohlen laufen. Wer von Ihnen hat das schon mal gemacht? Hat sich Ihr Leben dramatisch verändert? Nicht wirklich. Also lassen wir das. Ich kann mich an meinen Trainer noch sehr lange erinnern, weil der Idiot hatte vergessen zu warten, bis Glut da war mit Asche. Bei mir war mehr Glut als Asche. Er ist bei mir lange hängen geblieben. Ich habe gebrannt für ihn. Das mache ich auch nicht. Ich werde Sie nicht nackig machen. Nebenbei gesagt, vielleicht schaffen wir es ja mal. Auf der Party wäre ich gern gewesen. Ich möchte mit Ihnen darüber reden, wie Sie sich selber wecken und möchte Ihnen deswegen in der ersten Stunde ein paar Sachen aufzeigen, was wir so mit uns machen müssen und mit unserem Kopf. Was machen wir? Wir gehen hin, wir arbeiten, wir machen eine Strategie, wir rechnen, wir prüfen, wir gehen nochmal hin, wir machen Service. Wir haben immer noch kein Geld. Und dann sagt der Kunde, jetzt muss ich mir aber überlegen. Es ist dein Sprit, dein Auto und deine Lebenszeit. Und kleiner Tipp, falls Sie mal Zeitmanagement-Seminare besuchen. Zeit können wir nicht sparen. Sie ist immer weg. Wenn ich also einem Kunden das Glück schenke, mit mir 2 Stunden zusammen sein zu dürfen, das wäre die richtige Einstellung. Dann möchte ich davon auch was haben, weil er hat einen finanziellen Vorteil durch unsere Beratung. Ist es nicht so, wenn Sie nach Hause kommen und dem Partner geht es gut, dass es Ihnen auch gut geht? Nehmen wir mal an, Sie lieben sich noch. Ja, es soll Paare geben, die sind zusammen, weil es um 18 Uhr Abendbrot gibt. Wer von Ihnen ist dann heute Morgen aufgestanden, weil er es wollte? Wer, weil es hell wurde? Wer, weil der Wecker geklingelt hat? So ist es. Wer, weil er pullern musste? Wer ist gleich nach dem Pullern aufgestanden? Die meisten, hätte sich jetzt einer gemeldet. Die meisten Menschen, die Sie kennenlernen werden, stehen auf, weil es hell wird.
Die meisten stehen auf, weil der Wecker klingelt. Die meisten, die sie kennenlernen, stehen auf, weil sie zur Arbeit müssen, weil da alle hingehen. Das ist keine Herabwürdigung, das ist eine Feststellung. Wir müssen jeden Tag aufstehen, weil wir es wollen. Weil das unterscheidet uns vom Durchschnitt. Denn wenn wir einen Monat immer wieder ein Nein hören, Nein will nicht, Nein kann nicht, Nein brauche ich nicht, Nein möchte ich nicht, kann ich mir nicht leisten, will ich nicht, merken wir das am Ende des Monats sehr, sehr deutlich. Ein Mensch, der nicht so funktioniert, wie wir funktionieren müssen, in der begrenzten Zeit, die wir haben, der hört vielleicht als Arbeitnehmer, Nein will nicht, Nein kann nicht, dann sagt er, okay, bin sauer. Irgendwann sagt er, ja Gott, dann mein Dienst nach Vorschrift. Er kriegt seinen Gehalt trotzdem. Wir müssen anders ticken. Und dieses andere Ticken müssen wir in die Zukunft denken. Das ist keine Wollenformulierung, das ist eine Mussformulierung. Wir haben von Herrn Nissel vorhin so Paradigmen gehört und Beispiele von der Autoindustrie. Sie können sich überall heute umgucken. Alle, die nicht mit der Zeit gehen, gehen mit der Zeit. Wir können nur von einem leben, von Wachstum, von Nachhaltigkeit, von Ehrlichkeit mit dem Umgang, mit Kunden und von unserer Fachkompetenz. Deshalb sind Verkäufer für mich heute Menschen, die Folgendes leben. Consultative Selling. Beratendes Verkaufen. Ein Berater, der berät, verhungert. Ein Verkäufer, der keine Fachkompetenz hat, ist für mich ein Drücker.